Hallo, heute zeige ich euch die geometrische Bedeutung des Skalarprodukts. Ihr kennt ja das Skalarprodukt zwischen zwei Vektoren und was man damit so machen kann. Zum Beispiel, wie man es berechnet. 1 mal 4, 2 mal 5, 3 mal 6 ergibt 32. Soweit so klar. Aber was bedeutet diese 32 überhaupt? Oder wir wissen, dass man zwei Vektoren auf Orthogonalität prüfen kann, indem man das Skalarprodukt bildet. Und wenn das 0 ist, dann wissen wir, dass die beiden Vektoren orthogonal sind. Aber warum eigentlich? Oder dass man mit der Kosinusformel den Winkel zwischen zwei Vektoren ausrechnen kann. Da brauchen wir auch das Skalarprodukt. Warum funktioniert das? Das wollen wir uns jetzt anschauen. Ich habe hier einen Vektor a, 2, 3, 4 im dreidimensionalen Koordinatensystem gezeichnet. Und ich habe mal hier so eine Box drumherum gemalt, damit man gut erkennen kann, in welche Richtung er zeigt. 2 in x-Richtung, 3 in y-Richtung, 4 in z-Richtung. Und jetzt wollen wir mal das Skalarprodukt dieses Vektors mit dem Einheitsvektor in x-Richtung bilden. Das ist also der Vektor 1, 0, 0, der hat die Länge 1, zeigt in x-Richtung. Dieses Skalarprodukt ergibt einfach nur 2 mal 1 gibt 2. Das gibt 0, das gibt 0, ergibt 2. Welche Bedeutung hat diese 2? Wir sehen es hier in dieser Skizze. Das ist genau die Länge dieser Strecke, wenn wir diesen Vektor hier auf die x-Achse projizieren. Natürlich können wir das Gleiche auch mit dem Einheitsvektor in y-Richtung machen. 0, 1, 0. Das ergibt hier nur die 3 und das ist eben die Länge 3 auf der y-Achse. Und mit dem Einheitsvektor in z-Richtung 0, 0, 1 multipliziert, ergibt es einfach die 4 und das ist natürlich diese Länge 4. Wir sehen also, was die Multiplikation mit dem Einheitsvektor macht. Der projiziert uns den Vektor auf die jeweilige Achse und misst seine Länge. Und unser Vektor 2, 3, 4 wird dadurch sozusagen in seine Einzelkomponenten zerlegt. So, was wir jetzt mit dem Einheitsrichtungsvektor entlang der Achsen gemacht haben, schauen wir uns jetzt mit einem beliebigen Vektor b an. Der Einfachheit halber zeige ich es hier mal nur in zwei Dimensionen. Wir haben einen zweidimensionalen Vektor a, der soll mal heißen 4, 3, der hat die Länge 5, wenn wir so entlang messen. Und wir nehmen einen Vektor b in diese Richtung, der hat die Länge 6 und lautet einfach 6, 0. Nun stellen wir uns vor, die Sonne scheint und projiziert uns diesen Vektor hier unten auf den anderen Vektor. Dann ist das Schattenbild von diesem Vektor a, hat dann die Länge 4. Bilden wir das Skalarprodukt von den beiden Vektoren a mal b, dann also 4 mal 3 mal 6, 0. Und dann sehen wir, da kommt einfach nur 4 mal 6 raus und das hier bringt gar nichts. Also das Skalarprodukt von a mal b ist die Länge von dem projizierten Vektor mal die Länge von dem anderen Vektor. Das ist allgemein gesagt die Bedeutung des Skalarprodukts. Es ist das Produkt der aufeinander projizierten Längen der beiden Vektoren. So, jetzt wollten wir uns noch anschauen, warum man mit dem Skalarprodukt die Orthogonalität überprüfen kann. Wir stellen mal diesen Vektor a hier orthogonal zu b. Sieht so aus, wenn dann jetzt die Sonne drauf scheint, dann sehen wir, dass die Projektion hier einfach auf diesen Punkt zusammenfällt. Also das Skalarprodukt vom Vektor 0, 3 mal dem Vektor 6, 0 ergibt 0, einfach 0. Das heißt einfach, dass jetzt die Länge des projizierten Vektors hier 0 ist. Das Skalarprodukt orthogonaler Vektoren ist 0, weil diese Projektion hier verschwindet. Und unsere dritte Frage vom Anfang war, warum man denn mit dem Skalarprodukt Winkel zwischen Vektoren berechnen kann und was der Kosinus damit überhaupt zu tun hat. Das sehen wir in dieser Skizze. Wir haben hier wieder unseren Vektor a, hier unseren Vektor b und jetzt habe ich hier den Winkel alpha eingezeichnet. Hier sehen wir wieder die Projektion, die uns das Skalarprodukt macht. Und wenn wir uns diese Projektion mal anschauen, dann entdecken wir hier ein rechtwinkliges Dreieck. Und in einem rechtwinkligen Dreieck können wir ja die Seiten benennen. Das ist die Hypotenuse. Hier die Ankathete, die am Winkel Alpha anliegt und die Gegenkathete, die Alpha gegenüberliegt.
Und wir erinnern uns auch noch an die Winkelfunktion. Der Cosinus ist die Ankathete geteilt durch die Hypotenuse. Und jetzt stelle ich mal diese Gleichung hier um. Ich bringe mal die Hypotenuse auf die andere Seite. Dann haben wir hier Ankathete ist Hypotenuse mal Cosinus Alpha. Und die Länge der Hypotenuse ist ja Betrag von a. Also ist diese Seite einfach die Länge der Hypotenuse mal dem Cosinus von diesem Winkel. So, und jetzt haben wir ja gesagt, das Skalarprodukt ist einfach diese Länge, 4 mal diese Länge 6. Und dann haben wir hier einfach stehen die Länge von b mal die Länge von a mal Cosinus Alpha. Wir sehen, dass man ein Skalarprodukt also auch so ausrechnen kann, dass wir die Längen der beiden Vektoren nehmen und mit dem Cosinus von Alpha multiplizieren. Und jetzt brauchen wir nur noch diese Gleichung durch die Längen von a und b zu teilen. Dann sieht das so aus und wir erhalten unsere berühmte Cosinus-Formel, mit der wir den Winkel zwischen zwei Vektoren berechnen können. Ja, damit hätten wir das alles geklärt. Finde ich klasse. Dieses Skalarprodukt, das kommt übrigens nicht nur in der Geometrie vor, das kommt auch sonst überall in der Natur vor. In der Physik wird es häufig mal verwendet. Deswegen zeige ich hier noch die physikalische Bedeutung des Skalarprodukts. Ihr kennt sicher die Definition von Arbeit in der Physik. Das ist Kraft mal Weg. W ist F mal S. Also wenn man einen Wagen mit 50 Newton nach rechts zieht und er legt dadurch einen Weg von 4 Metern zurück, dann hat man eine Arbeit von 50 Newton mal 4 Metern gleich 200 Joule verrichtet. Aber diese Rechnung ist nur dann richtig, wenn der Kraftpfeil und der Wegpfeil in dieselbe Richtung zeigen. Nur dann darf man diese Beträge so einfach miteinander multiplizieren. Denn eigentlich sind Kraft und Weg nämlich Vektoren. Die Arbeit ist der Kraftvektor skalar multipliziert mit dem Wegvektor. Sehen wir hier, wenn die Kraft nämlich nicht nach rechts zeigt, sondern nach oben, so wie hier, ne, also 0 in x-Richtung und 50 Newton nach oben, und der Wagen bewegt sich aber durch irgendeinen ganz anderen Grund um 4 Meter nach rechts und 0 Meter nach oben, dann trägt diese Kraft ja überhaupt nichts zur Fortbewegung dieses Wagens bei. Die zeigt ja eine ganz andere Richtung und wir haben überhaupt keine Arbeit verrichtet. Und tatsächlich, wenn wir mal das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren ausrechnen, 0 mal 4 gibt 0, 50 mal 0 gibt 0, dann haben wir 0 Joule Arbeit verrichtet dabei. Klar, wir haben ja auch gar nicht selber den Wagen bewegt. Und wir sehen hier ganz anschaulich, wenn die beiden Vektoren orthogonal zueinander sind, dann wird überhaupt keine Arbeit verrichtet und das Skalarprodukt ist 0. Jetzt schauen wir uns noch den Fall an, dass der Kraftvektor mal so schräg, halb nach oben zeigt. Kann man so schreiben, wir haben mal 40 Newton nach rechts und 30 Newton nach oben in Y-Richtung. Wir können uns davon überzeugen, dass der Betrag dieses Vektors immer noch 50 Newton sind, wie vorhin auch. Aber davon wirken eben nur 40 Newton entlang unseres Wegvektors. Dann können wir die Arbeit wie folgt berechnen. Skalarprodukt der beiden Vektoren. 40 mal 4 gibt 160 Joule und 30 mal 0 gibt gar keinen Beitrag. Also es bleibt bei den 160 Joule und die sind allein durch diese x-Komponente unseres Kraftvektors entstanden, den wir so mit einem Kräfteparallelogramm in sein x und seine y-Komponente zerlegt haben. Und wir sehen, das Skalarprodukt macht genau das Gleiche, das zerlegt uns diesen Vektor in eine x-Komponente und eine y-Komponente und nur die Komponente trägt überhaupt zur Arbeit bei, die parallel zum zurückgelegten Weg liegt, also das Skalarprodukt. Super, haben wir das auch.